Partie im deutschen Pokal. An den Mikrofonen begrüßen Sie Wolf Fuß und Frank Puschmann. Und selbst von hier oben, von den Kommentatorenplätzen, kann man die Anspannung vor der Partie spüren. Man sagt ja, dass im Pokal alles möglich ist. Also lassen wir uns überraschen. Und die heutige Begegnung heißt Union Berlin gegen den VfL Bochum. Heute wollen Sie eine ähnliche Leistung abrufen wie beim letzten Auswärtssieg. Ja, knappe Sache, das 1:0, aber ich denke, sie werden heute ähnlich auftreten und sich erneut den Sieg holen. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Schauen wir uns mal ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. Wurz. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Er schießt. Schön gehalten. Wurz. Das könnte gefährlich werden. Wurz. Tom Weiland. Tolle Aktion vom Torwart. Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit. Mit dem Kopf. Er versucht es mit dem Kopf, aber der Ball geht vorbei. Schade, das war eine richtig gute Chance. Groß. Jetzt müssen Sie aufpassen. Bastians. Wurz. Gündüz. Fairer Einsatz hier. Und er schießt. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Das wird hier Ecke geben. Der Ball wurde weggefaustet. Da kommt der Schuss. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Wurz. Jamera. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Das könnte die Chance werden. Wurz! Da ist der Torwart da, gut gemacht. Eckball gibt's. Wahnsinnstor! Das ist unglaublich! Wie hat er den Ball getroffen? Ein unglaubliches Tor, da ist er volles Risiko gegangen und wurde belohnt. Und man sieht es deutlich, den darfst du nicht zum Schuss kommen lassen, auch und besonders da nicht. Was für ein Schuss aus so einer Entfernung, was für ein Tor. Halbe Stunde durch und wir haben hier endlich auch das erste Tor. Zelnunau. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Schade, da wäre mehr drin gewesen, aber den Ball spielt er nicht gut rein. Den spielt er wieder zurück. Da trennt er ihn fair vom Ball.
Jetzt könnte es gefährlich werden. Geht er rein? Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Pass auf die Außenbahn. Und jetzt wird es Einwurf geben. Wandowski. Jamera. Und direkt zurückgespielt. Er passt ihn auf den Flügel. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Schrebski. Sehr guter Einsatz. Wird das seine Torchance? Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Und jetzt will er mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Der zweite Durchgang läuft und wir sind gespannt, wie sich dieses Pokalspiel weiterentwickelt. Hauptsache, es geht unterhaltsam weiter. Wurz. Jetzt wird's gefährlich. Gute Idee, dieser Ball. Der Ball kommt gut. Die Flanke holt sich der Verteidiger. Dabei kam sie eigentlich gut rein. Tom Weiland. Er versucht's. Den hält er super. Zur Ecke abgewehrt. Der Ball wurde weggefaustet. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. So viel fehlte da nicht. Ein guter Versuch aus dieser Entfernung. Ei, das war knapp. Bei dem Schuss macht er fast alles richtig, aber leider etwas zu hoch. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Und jetzt die Chance. Da macht er ihn rein. Und ein weiteres Tor und auch das geht in Ordnung. Sie zeigen eine super Leistung heute. Sie lassen heute einiges an Chancen zu und jetzt eben der Gegentreffer. Ja, so richtig gut sind sie nicht im Spiel. Sie bekommen den Gegner nicht in den Griff. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Wahnsinn. Wurz. Wird's jetzt gefährlich? Oh, da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Und der Ball lieber wieder zurück. Und den spielt er gleich wieder zurück. Wurz. Tom Weiland. Gündüz. Defensiv machen sie es gut. Felix Groß. Kreilach. Sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Das könnte die Chance werden. ...20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Wurz!
Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Und damit sind sie am Ball. Schrebski. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen... Polter! Der Kopfball ist drin! So, jetzt gibt es natürlich auch die Wiederholung dieses Treffers. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Hier also nochmal der Kopfballtreffer in der Wiederholung. Da setzt er sich überzeugend durch, kommt an den Ball und schon klingelt es im Kasten. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit. Das muss der Trainer jetzt versuchen. Sie sind in Rückstand und der neue Mann soll mithelfen, das Spiel zu drehen. Da kann er ihn stoppen. Sie passen den Ball gut. Stöger! Super Einsatz vom Tor. Da kommt der Schuss. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Die nächste Ecke, nochmal eine gute Gelegenheit. 6 Minuten haben wir hier noch. Die Fans feuern ihr Team nochmal an, Buschi. Mal sehen, ob sie das nochmal nach vorne pusht. Ein paar Minuten haben wir noch. Jetzt müssen sie aufpassen. Gibt Freistoß. Die Mauer geht noch ein Stück nach vorne. Das müsste der Schiri eigentlich unterbinden. Und jetzt hat er genug, der Unparteiische. Jo, jetzt zeigt er einem Spieler gelb. Sie hätten einfach stehen bleiben müssen. Er bringt den Freistoß. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Jetzt also die Nachspielzeit angezeigt und schon wird es hier noch mal lauter. Die Fans merken, da kann noch was gehen. So, die Fans kommen noch. Die wollen sie noch mal pushen. Vielleicht reicht es ja noch für den Ausgleich. Kessel. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Ganz souverän hier vom Torhüter. Abpfiff, knapp.